Hallo und herzlich willkommen zu Shoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Hier neben mir sitzt der Sascha, ich bin der Marc. Ja. Wir haben heute den 26. November und haben natürlich auch ein Geburtstagskind. Unser Geburtstagskind heute ist Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner, der Wuschelkopf der Popmusik. Genau, geboren am 26. November 1939. Das muss man sich mal reinziehen, ne? 39. Ich wollte immer so gerne mal bei der Tina Turner einfach mal so... Ja, mal so... So durch die Haare. Ja. Ach so, ja. Durch die Haare, ach so. Was hast du dir gedacht? Gut, nee. Am 26. November 2005 war ein Wintereinbruch in Deutschland und der führte zu ganz vielen Unfällen und Glatteis auf Autobahnen und blockierte Bahnstrecken und auch ein Stromausfall war die Folge. Und in Nordrhein-Westfalen sind 250.000 Menschen tagelang ohne Strom und Heizung. Das hat bis zum 29. November angehalten. Krass. Noch am 29. November, also in 3 Tagen, waren noch 25.000 Menschen ohne Strom. Und das hat begonnen am 26. November 2005. Kann sich noch jemand daran erinnern? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, das ist zu lange her. Aber das ist noch gar nicht so wirklich lange her. Ne? Aber das zeigt uns mal wieder, ne, wie wir abhängig sind von dem ganzen Zeug. Ne? Das ist so hart. Ohne Strom geht gar nichts. Ohne Strom können wir keine weitere Folge hier aufzeichnen. Ohne Strom können wir das nicht gucken. Ohne Strom sitzen wir hier im Dunkeln und quatschen einfach nur in ein schwarzes Loch rein. Obwohl, ohne Strom müssten wir bei euch auf dem Marktplatz stehen und schreien. Ja. Wäre doch auch was. Shoki Banoki, heute hier auf dem Marktplatz mit einer neuen Folge von Daily. Kommen Sie ran, ja, kommen Sie ran. Schon alleine das Recherchieren ist ja ohne Strom doof. Ja, dann müssten wir es machen wie früher. In der Bibliothek. Ja, Brockhaus. Ach du Schande, sage ich dann nur. Naja. Ja, wir haben natürlich noch wieder einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja. Haltet euch fest, jetzt kommt's. Amerikaner dürfen seit 2013 Asteroiden besitzen. Hey! Nur Amerikaner? Echt? Ja. Amerikaner dürfen das. Hm? Die dürfen Amerikaner dürfen alles wissen. Die dürfen halt so, die kriegen dann ein Zertifikat oder was. Ja, und dann heißt es Asteroid so und so, ja, gehört dir. Ja. Das Problem ist nur, ich meine, was ist mit den Ersatzansprüchen, wenn jetzt zum Beispiel ein Asteroid mal auf die Erde stürzt? Ja, genau. Was ist, wenn dein Asteroid. Wenn dein Asteroid auf die Erde stürzt? Das ist ja voll genug. Wie willst du das denn bezahlen? Da brauchst du gar nicht mehr zu bezahlen. Du musst eine Vollkasko. Ja, nee. Kommt drauf an, wo er und wie groß er war. Ja. Kann ja sein, dass es nur ein kleiner Asteroid war und der hat vielleicht nur so die Erde gestreift oder so. Ja. Und wenn er vielleicht irgendwo als Amerikaner, pass auf, wenn du als Amerikaner einen Asteroid hast, der vielleicht auf Russland fällt, kriegst du vielleicht sogar noch eine Belohnung. Das könnte sein. Könnte passieren, ne? Das könnte sein. Ja. Aber alles nur Mutmaßung. Ja, das war der 26. November und wir sehen uns morgen wieder am 27. November. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski, macht's gut.